Bei mir ein lächelnder Bruno Staudt. Ja, es gibt einen schönen Anlass. Hi erstmal. Hi Björn, grüß dich. Ja, ich habe gehört, du hast deinen Vertrag verlängert. Ja, ganz genau. Also ich habe meinen Vertrag verlängert und bin sehr froh, jetzt für ein weiteres Jahr bei SG Wattenscheid 09 dabei zu sein. Ja, fühlt sich wohl hier. Ja, auf jeden Fall. Also es macht mega Spaß, Mannschaft super, Umfeld passt und es macht jeden Tag Spaß, aufs Neue zum Training zu kommen, die Spiele mit den Jungs zu absolvieren. Also ich fühle mich sehr wohl auf jeden Fall und deswegen habe ich diesen Schritt auch gemacht. Sind ja jetzt auch noch einige dazugekommen und du bist jetzt quasi der Erste, der verlängert. Wie ist es so im Training, also auf dem Espenloh auch unter den neuen Flutlichtern? Macht Spaß mit den Jungs? Sind es nette Kerle? Ja, also ich muss sagen, es ist ja jetzt noch nicht so lange, dass sie alle dabei sind. Also ich habe jetzt noch nicht so viel mitbekommen, aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv und scheinen alle sehr nette Jungs zu sein und passen gut zu uns in die Mannschaft. Ja, so, jetzt kommt hier ein bisschen Wind, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ist ja auch Winter, ne? Da habe ich doch gleich mal eine Frage an dich. Und zwar ist es ja oft so, dass ihr sehr aufgerückt steht. Und da gibt es ja auch hin und wieder schon mal so Kritik, gerade in den sozialen Medien, dass die Fans das nicht so richtig verstehen. Ja, vielleicht sagst du mal selber was dazu. Ja, also klar, es gab in der Vergangenheit ein, zwei Situationen, die vielleicht nicht gut gelaufen sind oder sowas. Also jetzt beispielsweise jetzt Sprockhövel oder sowas, da wurde man Lob kassiert. Aber tendenziell ist unsere Spielweise einfach, dass wir den Torwart mit einbeziehen, also in den Spielaufbau mit ein. Wir wollen eine Überzahl schaffen und die können wir durch den Torwart halt mit beeinflussen und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir von hinten sicher herausspielen. Und auch beim Abfangen der Bälle, wenn wir hoch stehen, wenn wir hoch pressen und den Gegner unter Druck setzen, muss der Torwart auch gleichzeitig mitschieben, weil sonst, wenn ein tiefer Ball kommt, dann läuft er auch alleine aufs Tor, also so oder so. Es muss einfach dazu, es gehört einfach dazu. Ja, wie fühlt man sich dann so, wenn man überlobt wird? Das ist ja bestimmt super ätzend, ne? Ja, aber, klar, braucht man. Oder sagst du dir dann, ja gut, das kann halt passieren, also. Ja klar, ein Gegentor ist sowieso immer für den Torwart scheiße, egal wie es passiert. Als Lob ist, ja, ist ein Gegentor, tut weh, klar, aber es gehört halt dazu. Ne? Dann muss man halt gucken, okay, passt man seine Spielweise vielleicht noch ein bisschen an, dass man etwa auch mal einen Ticken tiefer steht, wenn viele Mannschaften es jetzt wissen, okay, wir stehen hoch, dass sie das dann eher forcieren, dass sie auch mal einen Heber spielen oder sowas, dass man darauf dann eingestellt ist und dass man vielleicht einen Ticken tiefer agiert, aber muss man dann situativ gucken. Ja. Ja, also muss sich das alles auch noch so ein bisschen wahrscheinlich entwickeln und ihr lernt dann aus solchen Fehlern natürlich. Ne? Ja klar, auf jeden Fall. Also wir analysieren ja auch jedes Spiel, jedes Gegentor. Ich hinterfrage mich natürlich auch selber, wie bin ich in der Situation vorgegangen. Aber tendenziell sehe ich da eher die Vorteile und ist auch einfach so gefordert. Deswegen. Ja. Ja, kommen wir mal ein bisschen zu dem Privaten. Ich habe gehört, du bist nicht mehr Teil der lustigen Vierer-WG. Ist jetzt nur noch eine Dreier-WG? Ja, also ist wieder eine Vierer-WG, aber ohne mich. Aber der Bruno ersetzt worden. Ja, es war auf jeden Fall eine mega geile Zeit. Ne? Da, aber zu der Zeit, also ich bin jetzt ein halbes Jahr raus, ungefähr ein bisschen länger. War auch Corona Hochburg quasi. Und ich habe vorher auch dann eher bei meinen Eltern gewohnt. Das war dann irgendwie auch nicht so cool. Ich wollte mich da ein bisschen isolieren einfach und deswegen habe ich den Weg jetzt gewählt, alleine zu wohnen. Ja. Ja, cool. Also erstmal sehr schön, dass du bleibst. Ja. Und wir wünschen dir in Zukunft natürlich möglichst wenig Gegentore, viele weiße Westen. Ja. Danke. Hast ja schon eine weiße Jacke an und dann ist zur Weste nicht mehr weit. Ja, und in dem Sinne freuen wir uns jetzt auf die Restrunde. Und dann in dem Sinne viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die Zeit, auf die kommenden Aufgaben.